Und wieder fallen Bomben. Die gescheiterte Waffenruhe für die Menschen hier in Homs nur ein weiteres gebrochenes Versprechen. Wo ist die internationale Gemeinschaft? Wo ist die islamische Welt? Syrien wird wieder und wieder getroffen und unsere Stadt wird zerstört von Fassbomben, Raketen und sprengsetzenden Fallschirmen. Wo ist die Welt? Die Weltgemeinschaft tagt in New York. Im UN-Sicherheitsrat will sie die Waffenruhe wiederbeleben, scheitert jedoch an gegenseitigen Schuldzuweisungen. Die USA machen Russland für den Angriff auf einen Hilfskonvoi nahe Aleppo verantwortlich, bei dem am Montag mehr als 20 Helfer starben. Moskau weist die Schuld von sich, verweist auf diese Luftaufnahmen. Sie zeigten ein Fahrzeug mit einem Granatwerfer, angeblich von Rebellen. Außerdem will das russische Militär zum Zeitpunkt des Angriffs eine US-Drohne in der Nähe geortet haben. Das Pentagon dementierte die Darstellung. Trotz verhärteter Fronten, UN-Generalsekretär Ban Ki-moon erinnert an das gemeinsame Ziel. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Waffenruhe wiederbelebt wird. Ich fordere alle Parteien dazu auf, ihren Einfluss geltend zu machen und dafür einzustehen. Immerhin, die USA und Russland wollen heute erneut die internationale Syrien-Unterstützergruppe zusammenbringen. Und die UN nehmen ihre ausgesetzten Hilfslieferungen wieder auf. Im Laufe des Tages sollen mehrere Konvois dringend benötigte Güter in die betroffenen Regionen bringen.